Irish Berlin Warenkunde, Kapitel 1, Tweet. Zu den ungelüfteten Geheimnissen unserer Tage gehört noch immer die Frage, ob der 1924 zum Gipfel des Mount Everest aufgebrochene George Herbert Lee Mallory jemals dort oben angekommen ist. 1999 fand eine Gruppe von Bergsteigern seinen Leichnam in einer Bergflanke. Unklar, ob Mallory da im Auf- oder Abstieg begriffen war. Als Laie, was das Bergsteigewesen anbelangt, fasziniert uns natürlich, in welchem Aufzug der englische Pionier sich auf den beschwerlichen Weg gemacht hatte. Im Harris Street Dreiteiler. Denn das führt uns direkt zu Qualitäten des Materials Tweed, ob nun aus irischer oder wie in diesem Falle schottischer Herstellung. Tweed ist ein gewebter Wollstoff und überaus strapazierfähig. Er wehrt Feuchtigkeit ab und ist atmungsaktiv. Während des Getragenwerdens formt er sich und wird nicht wenigen Besitzern im Laufe der Jahre zu einer Art Freund. Ohnehin ist Tweed in seiner Farbvielfalt, in der Handwerklichkeit seiner Herstellung, in seinem ganzen Wesen ein Material, bei dem man leicht in Schwärmen geraten kann. In Irland hat handgewebter und auf maschinellen Webstühlen gefertigter Tweed seine vornehmliche Heimstatt in der Grafschaft Donegal im Nordwesten der Insel. So wie in der Landschaft dort überwiegen auf den Stoffen Erdtöne in ungezählter Vielfalt. Die Farbklänge von Moor- und Heidelandschaften, von Fuchsie, Moos und von Flechten überwuchertem Gestein. Eine Besonderheit des irischen Tweeds sind eingestreute Farbnoppen. Wahrscheinlich rührt dies aus Zeiten großer Armut her, wo nur naturbelassene, ungefärbte Wolle verarbeitet wurde, da das Färben schon zu teuer war. Lediglich kleine Mengen gefärbter Wolle wurden eingekämmt und belebten das Gewebe als munter farbige Einsprengsel. Aus Tweed wurden und werden Jacken und Hosen genäht, wegen der Wettertauglichkeit auch Mützen, außerdem Accessoires aller Art, von der Tasche über Schals und Krawatten bis zum Sitzkissen. Ein Tweed-Jackett ist für nahezu jede Lebenslage das angemessene Kleidungsstück. Nie wird man under- oder overdressed wirken, ob im Büro, auf Reisen, in der Freizeit. Unsere Altvorderen wussten das. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gehörte ein Tweed-Jackett in jeden gepflegten Haushalt. Der Name Tweed kommt übrigens von der Webart der Körperbindung im schottischen Twill, auf Deutsch Twill. Harris Tweed darf sich nur nennen, was auf den äußeren Hebriden vor der Westküste Schottlands vom Körper dort ansässiger Schwarzkopfschafe geschoren, dort gefärbt, versponnen und dann verwebt wurde. Ist das nicht herrlich, dass man heutzutage, wo wegen der globalisierten Herstellung und des globalisierten Vertriebs in manchem Schlüpfer mehr Stoff auf die eingenähten Schälchen verwendet ist, als aufs ganze Kleidungsstück, dass also in so einer Zeit sich ganz altmodisch analog anhand der Nummerierung eines Kleidungsstückes der Weg bis zum Weber zurückverfolgen lässt. Das ist nur gerecht, denn so ein Weber verwendet bis zu 2 Tage allein für die Einrichtung seines Webstuhls, um raffinierte, reiche Farbwirkungen und Muster zu erhalten. Diese Vielfalt war vor ein paar Jahren bedroht durch eine dieser Heuschreckengeschichten, wie sie der Turbokapitalismus und die letzten Jahrhundertwende zuhauf gebar. Plötzlich kam ein Investor auf die Idee, den legendären Variantenreichtum an Fischgrat und Pfeffer- und Salzmustern mit oder ohne darüber gelegten Gittern einzudampfen auf 4 oder 5 Motive. Dazu ersann er einen Schnitt, den er in China als 75.000er Auflage erstellen ließ. Und scheiterte grandios. Wir wagen zu behaupten, so jemand Uninspiriertes hätte auch einen Mount Everest nie bezwungen. Lang leben die Vielfalt und Beseeltheit, leben Handwerk und Tradition.